Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, euch zu sehen. Zu einer neuen kleinen Aufnahmesession hier von Elder Scrolls 4 Oblivion. Diesmal tatsächlich nicht im Livestream. Ich habe kurz drüber nachgedacht, aber ich habe dann spontan entschieden, nee, die zwei, drei Folgen, die ich jetzt hier ganz schnell aufnehme und auch ganz spontan aufnehme, direkt nachdem ich hier von der Arbeit hier eingetroffen bin. Ich habe gerade eben noch für ein anderes Projekt, das ich von dem ihr wahrscheinlich am Wochenende ein bisschen mehr sehen werdet, habe ich gerade noch ein bisschen was vorbereitet. Da geht es dann heute Nachmittag mit weiter, bevor ich dann wieder zur Arbeit muss. Aber jetzt einfach spontan noch schnell zwei, drei Folgen Oblivion vorbereiten, damit es nicht wie letzten Samstag wieder ausfällt. Wir werden definitiv da auch in naher Zukunft wieder vermehrt das Ganze in einem Livestream-Format machen, aber ja, ich kann nicht mal genau sagen, warum ich das jetzt nicht live mache, aber ich habe mich ja spontan dagegen entschieden für diese Aufnahmesession. Es werden auch kurze Folgen werden, so viel kann ich schon mal ankündigen. Ich wollte jetzt hier mich in der Stadt einmal umsehen, weil wir jetzt sowieso gerade hier vor Ort sind. Das ist mein nächstes Ziel. Fange ich auch schon mal an hinzulaufen, nebenbei hier. Das ist die Kaiserstadt da hinten, ne? Mit dem großen Turm und dem. Vielleicht den Faden verloren. Achso, ja, so Livestream-technisch werden wir in Zukunft tatsächlich häufiger dann auch mal machen. Jetzt hier nicht. Es werden tatsächlich auch kurze Folgen werden. Also diese drei Folgen, ich habe jetzt eigentlich vor, ich sitze hier jetzt Montagmorgen direkt nach der Arbeit. Es ist 7.10 Uhr. Ich muss um 13 Uhr wieder aufstehen. Und ich wollte jetzt hier tatsächlich noch ein Stündchen Oblivion aufnehmen und dann da drei Folgen draus machen, bis einschließlich Mittwoch. Sind dann etwas kürzer, aber ich werde in Zukunft, wenn ich da wieder mehr Zeit habe, werde ich auch wieder längere Folgen machen. Jetzt geht es mir erstmal darum, dass wir überhaupt irgendwas haben. Ich hoffe, das ist so für euch an der Stelle erstmal okay. Wie gesagt, wir werden auch in Zukunft wieder mehr Oblivion live spielen und das dann hinterher hochladen, da ist irgendwas los. Da haben sich Leute geprügelt und Leute sind gestorben. Ich muss erstmal gucken, wie viel Platz habe ich denn in meinem Inventar. Da ist noch ein bisschen Spielraum nach oben, was das Gewicht angeht. Das ist schon mal okay. Sprecht, Bürger. Guten Tag. Ich wollte mal kurz nach Gerüchte fragen. Der Kaiser ist tot und seine Thronfolger auch. Wir sind eine Legion ohne Anführer. Den Klingen wurde der Schutz unseres Herrn angetragen und sie versagten. Mir fällt da gerade was auf. Es tut mir unglaublich leid. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Hier, oh Gott. Oh Gott, das waren ja Gott sei Dank nur 2 Minuten. Ich war zu weit reingezoomt. Ich war noch auf dem Bildschirm vom anderen Projekt. Es tut mir leid. Ich habe ja im Prinzip nichts gemacht. Ah Gott. Ach, scheiß drauf. Ich lasse das drin. Ja? So, dann starten wir doch hier einfach mal. Einfach noch ein bisschen Wortgewandtheit üben. Nötigen findet er echt scheiße. Bewundern findet er schön. Witzeln ist okay. Wohl kaum. Sprecht grob mit Bitte. Sicher, wie niedlich. Ich rotiere das einmal. Oh nein, das ist zu viel der Ehre. Das ist ziemlich gut. Wohl kaum, dass ich nicht lache. Oh nein, das ist zu viel der Ehre. Ja, ich verstehe. Wohl kaum. Wirkliche Fortschritte mache ich ja nicht, ne? Wohl kaum. Wie niedlich. Meine. So, ja, das war eine gute Runde. Das war eine relativ gute Runde, aber prinzipiell nervt mich das Spiel ein bisschen. Zisch, Abschwätzer. Wohl kaum. Bitte. Ja, ich verstehe. Das war eine gute Runde. Aber trotzdem, prinzipiell ist das einfach doof hier. Zischt ab. Jetzt ist sicher, wie niedlich. Wie hoch ich das hier diesmal ziehen kann, ne? Das ist schon.
Ist schon ganz cool. Wie niedlich. Wohl kaum. Ja, ich... Das ist ein schönes Kompliment. Ich kann sogar noch höher gehen. Wohl kaum. Sprecht gut. Oh nein. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. 82. Jawohl. Cool. Cool, dann verstehen wir uns, mein Freund. Ach gut, dass ich noch auf den Kontrollbildschirm geguckt habe. Das wäre eine echt ärgerliche Aufnahmesession geworden. So, hier so ein bisschen Alchemiezeug schnell einsammeln. Bei Gelegenheit dann auch mal checken, was so für Zutaten sind hier. Ich gehe einfach mal davon aus, dass Alchemie tatsächlich sehr ähnlich funktioniert, wie das in Morrowind der Fall war. Da hast du ja verschiedene Zutaten einfach zusammengeschmissen. Wir hatten ja alle bis zu 4 verschiedene Eigenschaften. Und du hast dann die Zutaten zusammengeschmissen und wenn 2 oder mehr dieser Gegenstände die gleiche Eigenschaft hatten, dann hat der entsprechende Trank, den du da gebraut hast, halt diese Eigenschaft angenommen. War eigentlich recht simples System. So, und prinzipiell cool fände ich halt, wenn das Pflücken und das Sammeln von diesen Zutaten an sich schon den Alchemiewert so ein bisschen steigern würde. Ein Banditenbogenschütze ist's gewesen hier. So, das Coole ist, ich kann hier jetzt ein bisschen schwerere Sachen hier mitnehmen. Und dann verkaufen. Weil ich ja jetzt eh gleich in die Stadt gehe, ne? Das war sehr dumm. Auf der anderen Seite, ich kriege den Bogen eh nicht mit, ne? Dann kann ich auch die hier... Die haben zusammen mehr Wert als der Bogen. Dann nehmen wir noch die Pfeile mit und die groben Leinen. So, dann sind wir nämlich kurz vor knapp und dann gehen wir in Richtung Stadttor hier. Ich müsste demnächst dann nochmal mein Level abmachen, aber... So, das ist doch jetzt hier Korol, ne? Herstellungsmagie. Prinzipiell betrachte ich das gerade als relativ erfolgreichen Kampf, muss ich sagen. So, das Wolfsfell. Das kann man noch... So. Trink einen auf mein Glück. Gefühl, ich bin am Stadttor vorbeigerannt. Kann es sein, dass ich am Stadttor vorbeigerannt? Wieso bin ich zu schwer beladen? Moment. Was ist hier passiert? Ich trinke jetzt ein Bier, so. Ja.
So, ich wollte ja Schwertkampf ein bisschen skillen wegen Stärke, ne? Was ist sinnvoller? Einfach immer hier so diese leichten Schläge zu machen? Und halt viele zu sammeln, so viel, damit der Wert schnell steigt, oder ist es quasi vom Schaden abhängig? Und von daher sinnvoller, dass ich diese langsamen Schläge mache, weil die natürlich prinzipiell mehr Schaden verursachen. So, mein Freund. Auch du trägst natürlich wieder recht interessante Dinge bei dir. Ich kann für 7 Gewicht, das heißt, ich müsste hier 6 Gewicht müsste ich freimachen. Und hätte dann wieder 20 Gold hier im Wert. Das betrachte ich tatsächlich gerade als etwas, was ich durchaus sinnvoll ist, hier diese scheiß Käseräder. Ja, die wiegen viel zu viel. So, jetzt kann ich nämlich den ganzen Rüstungsscheiß, jetzt bin ich schon wieder zu schwer belastet. Warum hat er denn gerade gegessen? Das sollte den noch nicht essen, der Idiot. 2 davon ablegen. Und 3 hiervon ablegen. Nack! Und bitte, ich esse eine Brombeere. Und ich esse einen Apfel. So, oh Gott sei Dank. Und schon können wir uns wieder bewegen. Es wird auch schon wieder dunkel. Das ist ja... Mensch, die Entwicklung sind ja gerade Schlag auf Schlag. Aber mir wurde gesagt, hier in Korol gäbe es Händler. Deswegen will ich da jetzt rein. Das Wolfsfell war relativ viel wert. Ne? Da kann man... Könnte man noch mal... Der Met, der ist kaum was wert. Hey! Ja, stirb, du Köter! Wieder wegstecken. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich im Moment noch nicht so wirklich effektiv im Combat bin. Aber das kriegen wir alles hin. So, Korol Nordtor. Aber es ist natürlich... Es ist Nacht. Also rein theoretisch waren nachts die Stadttore immer verschlossen. Wird hier wahrscheinlich nicht so sein, aber die Frage ist halt auch, wie viel bringt es mir hier wirklich nachts, so ein Dorf zu betreten. So, ja, wie ich schon mal sagen wollte, ich mache quasi die... Ich mache jetzt bis Mittwoch die Folgen klar. Ich habe Doom 2 habe ich bis Mittwoch vorbereitet und Oblivion werde ich auch bis Mittwoch vorbereiten. Der Gedanke dahinter ist, dass spätestens Mittwoch wahrscheinlich die letzte Folge vom aktuellen Fall von Ace Attorney läuft. Das bedeutet, ab Donnerstag habe ich ein bisschen mehr Zeit, bin ich ein bisschen flexibler, was Aufnehmen so im Allgemeinen angeht. Und könnte mich da dann halt nochmal mit Doom und Oblivion ein bisschen mehr beschäftigen, eventuell dann auch live, muss ich mal gucken. Spätestens nächste Woche machen wir aber auf jeden Fall eine Live-Aufnahme-Session. Da werde ich wahrscheinlich sowohl Oblivion als auch Doom 2, werde ich wahrscheinlich beides dann
einmal im Livestream machen. Ich weiß aber noch nicht genau, welchen Tag. Muss ich mal gucken dann. Ist auf jeden Fall geplant. So. Hallo. Guten Tag. Ich rede erstmal mit der Wache hier. Ja? Da könnten wir ja auch unsere Redegewandtheit gleich nochmal so ein bisschen... Da kann ich mal mit starten. Ich bin ganz Ohr. Ja, ich habe ja... Ich habe ja eh noch ein bisschen Zeit. Ich muss ja eh warten, bis die Sonne aufgeht. Vorher werden hier keine Läden offen sein. So, also prahlen findet er total geil, bewundern findet er echt scheiße. Witzeln ist jetzt auch nicht so seins. Nötigen ist okay. Ich kann nicht widersprechen. Was für ein das ist wirklich alt. Dagegen ist mein Leben öde und erbärmlich. Das ist wirklich albern. Welche Abenteuer. Ich kämpfe weder jetzt noch in der Zukunft. Was für ein Unsinn. Verzeiht, ich verstehe nicht. Diese Runde geht... Ihr habt meine Bewunderung sehr beeindruckend. Was für ein Unsinn. Das ist wirklich albern. Es reicht. Welche Abenteuer, wie ich euch zwar jetzt kein voller Erfolg, aber... Erzählt nicht solchen... Das ist nicht komisch. Dagegen ist mein Leben öde und ein gutes Argument. Prinzipiell mache ich ja auf jeden Ihr Fall habt Plus. Meine Bewunderung. Sehr beeindruckt. Versucht nicht... Das ist nicht komisch. Gutes Argument. 80% ist doch eine gute Sache. Gott, ich spamme dieses Redegewandtheitsspiel so dermaßen... Das wird meine Level so hoch treiben. Ich muss mich echt mal ein bisschen zurückhalten, glaube ich. So, also über den Graufuchs haben wir... Das wird der gleiche Text sein, den wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben. Ich klicke ihn trotzdem nochmal. Das ist dieser Dieb, von dem die kaiserliche Wache immer spricht. Er stiehlt gerne von den Reichen. Graufuchs ist quasi der Robin Hood der Oblivion-Welt. Habe ich verstanden. So, ich habe ja auch gesagt... Jetzt also bis Mittwoch, das werden 20 Minuten folgen, das kann ich ja jetzt schon mal sagen, weil ich hab genau heute jetzt eine Stunde Zeit, Oblivion aufzunehmen. Das muss dann bis Mittwoch reichen, also 20 Minuten. Ich rede da viel drüber, ne? Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich irgendwo schon ein bisschen müde bin. Oder ein bisschen erschöpft, aber ich ziehe das jetzt kurz durch. So, Anweisungen, wieso Anweisungen? Wir fragen erstmal nach Gerüchten. Was gibt's denn... Gibt es denn irgendwelche interessanten Gerüchte hier in der Gegend, Wachmann, die ein reisender Abenteurer wie ich gehört haben sollte? In der Kapelle in Anvil hat sich Schreckliches ereignet. Alle Priester und Priesterinnen, die Bellas, wurden ermordet. Okay, davon gehört haben wir ja schon mal. Also, irgendwer hat uns, in der Priorei hat man uns das auch erzählt. Okay, so, jetzt Anweisungen. Ist das eine scheiß Übersetzung? Geht es da eher so um, wo befindet sich was hier in diesem Ort? Was sucht ihr? War mir klar. So, dann erzähl mal. Erzähl mir von den Grenzsteinen, was auch immer das ist. Die Burg liegt im Osten. Gasthäuser befinden sich in der Nähe des Tores und des Brunnens. Die Gilden befinden sich im Norden, bei der großen Eiche. Geschäfte gibt es beim Brunnen und die Straße rauf, westlich der Kapelle. Die Venon-Priorei ist außerhalb des Südtors, direkt hinter den Ställen. Okay. Was sucht ihr? Was? Wo sind die Gilden? Die Gilden befinden sich im Norden bei der großen Eiche. Achso. Was sucht ihr? Wo sind die Dienste? Händler und Schmied gibt es beim Brunnen. Der Buchladen befindet sich die Straße rauf in Richtung Kapelle. Okay. Was sucht ihr? Der Brunnen also. Der Brunnen ist unser erster Anlaufpunkt. Wo kann ich schlafen? Das Eiche und Krummstab und die graue Stute liegen in der Nähe von Tor und Brunnen. Welches Tor? Haben wir nicht zwei Tore hier? Lebt wohl. Haben wir nicht zwei Tore hier? Wir haben das Südtor und das Nordtor. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das hier das Gasthaus ist. Nein, es ist die Kämpfergilde. Okay. Das heißt, hier irgendwo ist... Wir sind im Norden bei der großen Eiche jetzt hier, ne? Wenn da die Kämpfergilde ist.